vor der Länderspielpause können Siege mehr als nur 3 Punkte wert sein. Startet der BVB als Tabellenführer in den Schlussspurt oder wird sich der FC Bayern gegen Mainz am Sonntagabend behaupten können? Schalke hofft, gegen Leipzig endlich die Wende einleiten zu können. Der VfB Stuttgart duelliert sich mit der Elf von Julian Nagelsmann. Und in der Fuggerstadt gibt es den Abstiegshit zwischen Augsburg und Hannover. Dazu muss der 1. FC Nürnberg zur schwierigen Aufgabe nach Frankfurt am Sonntagnachmittag, der 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt immer schön sportlich fair in den Kommentaren, ihr wisst es, aber das macht ihr auch extrem gut. Deswegen Lob an euch. Los geht's jetzt mit Gladbach gegen Freiburg. Viel Spaß dabei. Nach dem hart erkämpften 1:0 in Mainz wollte Borussia Mönchengladbach nach 3 sieglosen Spielen zu Hause endlich mal wieder den Fans einen Dreier einbringen, und zwar gegen den Sportclub aus Freiburg. Der hatte hier aber die bessere Anfangsphase. 11. Spielminute, Nils Petersen mit dem Kopfball, stand hier aber auch einen halben Schritt im Abseits. Dementsprechend wurde das zu Recht zurückgepfiffen. Aber auch Gladbach in der Anfangsphase nach vorne aktiv, über Lars Stindl und Thorgan Hazard, der nicht richtig angegriffen wird, den Abschluss bekommt und Alexander Schwolo zu einer wunderbaren Tat zwingt. Der hätte gepasst, der Ball, schauen wir hier in der Wiederholung nochmal drauf. Super getroffen, der dreht sich noch ein bisschen weg und wäre dann auch im Winkel dementsprechend eingeschlagen. Aber Schwolo hat aufgepasst, ein überragender Keeper. Gladbach übernahm jetzt das Heft des Handelns und kam dann auch zu den nächsten Möglichkeiten. Hofmann, Strobel zu Lars Stindl, immerhin der nächste Abschluss. 20 Minuten gespielt, die Fohlen-Elf jetzt deutlich besser und die Breisgauer erstmal mit der Defensive beschäftigt. 33. Minute, Heinz kann es erstmal klären, diesen Flankenball, aber Oskar Wendt bringt ihn dann auf Hofmann über Strobel zu Zakaria und der macht das Ding. 35. Minute, über Umwege bekommt der Schweizer den Ball. Hazard versucht da direkt abzulegen, da sind noch Füße von Freiburgern dazwischen, aber Zakaria zieht den Ball dann unten links rein. Vor der Pause wollte Freiburg aber noch ausgleichen und spielten dann endlich mal wieder nach vorne. Abraschi und Mike Franz, aber kein Problem für Jan Sommer. Den hält er sogar fest. Wunderbar gemacht. Der Abschluss dann aber eben dementsprechend zu harmlos gewesen. 1:0 zur Pause, das war an diesem Freitagabend absolut leistungsgerecht. Nach 45 Minuten und im zweiten Durchgang wollte Gladbach dann alles klar machen. Wir sind schon über 20 Minuten dabei in der zweiten Hälfte und dann passierte auch mal wieder ein Offensivzeichen. Amir Abraschi drischt den Ball erstmal raus und dann der SC Freiburg über Mike Franz, verliert aber den Ball zu Tobias Strobel, Stindl und Jonas Hofmann. Vor der 16er Kante legt super ab, der Abschluss dann aber wieder nicht gut genug, um Schwolo zu beeindrucken. Nun auch nochmal der Sportclub aus Freiburg, nein, immer wieder Fehler im Mittelfeld, aber Gladbach lief auch klasse an und konnte immer wieder die Bälle in wichtigen Räumen erobern. Oskar Wendt legt zurück, Lars Stindl aber von Heinz wieder geblockt. Es lief alles auf dieses knappe 1:0 hinaus, aber dann kamen nochmal die Freiburger. 10 Minuten noch auf der Uhr. Abraschi und Mike Franz legt raus zu Günther. Aber der hämmert den Ball links vorbei. Und was heißt hämmern? Den trifft er überhaupt nicht richtig. Und die letzte Möglichkeit versiegte damit in dieser Szene. Am Ende gewinnt Gladbach mit 1:0 absolut verdient. Etwas zu knapp über die 90 Minuten gesehen, hätten sie durchaus den ein oder anderen Treffer noch mehr erzielen können. Beide Teams standen am Ende mit extrem unbefriedigenden Ergebnissen da. Schalke verlor mit 4:2 gegen Bremen und Leipzig kam gegen Augsburg zu Hause nicht über ein 0:0 hinaus. Die erste Möglichkeit hier für die Königsblauen, die nach dem 0:4 gegen Düsseldorf zu Hause endlich wieder mal wieder was gut zu machen haben. Und sie spielten auch wirklich gut. Leipzig kam kaum nach vorne zu Geltung, taten sich ja gegen Augsburg auch extrem schwer dabei, Chancen zu kreieren. Hier war es wieder eine Möglichkeit für die Königsblauen, die Peter Gulaschi verhindern konnte. Halbe Stunde gespielt. Skripski, der nächste Abschluss. Es sollte mit dem Treffer noch nicht sein, aber das Engagement und der Auftritt
Der Elf von Tedesco imponierte doch auf jeden Fall. Was war mit RB Leipzig los? Jetzt spielten sie knapp 10 Minuten vor der Pause auch endlich mal nach vorne. Und Konrad Leimer fordert dann auch mal Nübel, 38. Minute. Aber viel war bis dahin von Leipzig wirklich nicht zu sehen. Aber der daraus entstehende Eckball sorgte ebenfalls nochmal für Gefahr fürs Gehäuse von Nübel. Von Sabitzer reingebracht und Orban an die Latte. War schon extrem häufig erfolgreich in dieser Saison. Nach Standardsituation. Jetzt trifft er nur das Aluminium. So ging es mit 0:0 in die Pause. Leipzig wurde jetzt zum Ende des ersten Durchgangs nochmal deutlich besser. Und fand dann auch zum Glück spielerisch ins Spiel. Aber die erste Möglichkeit wiederum gehörte in der zweiten Halbzeit Guido Burgstaller. Fast das 1:0, aber kein Problem für Gulaschi. Der Kopfball kommt mit deutlich zu wenig Druck aufs Gehäuse des Ungarn. Und jetzt Leipzig. Marcel Sabitzer, Kevin Campbell spielt gut zu Timo Werner und der schlägt zu. Eiskalt die Leipziger. Erst der dritte Schuss aufs Tor für die Roten Bullen und der war jetzt von Erfolg gekrönt. Trifft noch den Innenpfosten, von da springt der Ball ins Netz. Schalke konnte sich also noch nicht bislang belohnen für die gute Leistung. Starker Ball jetzt in die Spitze. Das ist Steven Skripsi, Gulaschi hält und Embolo wird dann noch gestört. Am Ende gibt es nur Abstoß. Aber sie glaubten weiterhin dran, hier noch zumindest den Ausgleich zu erzielen. Aber wenn man nach unten schaut in der Tabelle, wird die Luft immer dünner. Und da darf man hier auf jeden Fall zu Hause nicht schon wieder verlieren. Aber Leipzig machte das jetzt clever und spielte dann auch die Qualität aus, die sie haben. Schöner Schuss! Und 73. Minute von Konrad Leimer, der etwas in Rücklage gerät. Hätte es hier schon die Entscheidung sein können. Schalke bekam keinen Zugriff mehr. Stattdessen gab es die Möglichkeit für Leipzig, alles klar zu machen. Halzenberg auf Konrad Leimer. Der Schuss nochmal, aber von Brümer abgefälscht. Da wird er behindert in der 84. Spielminute. Es bleibt bei diesem knappen 0:1 nach 90 Minuten. Ärgerlich für Schalke, die es im ersten Durchgang insbesondere versäumten, den Treffer zu erzielen. Und Werner war dann in der 52. Minute einfach eiskalt. Die Gäste aus Hoffenheim konnten zuletzt gegen Nürnberg noch gerade so in letzter Sekunde den Kopf aus der Schlinge ziehen und gewannen knapp mit 2:1 gegen den ersten FC Nürnberg. Der VfB Stuttgart verlor spät gegen Dortmund, machten aber eine ganz gute Partie. Hier war es nach 18 Minuten die erste Möglichkeit und gleichzeitig die Führung für die Gäste. Nadim Amiri mit seinem ersten Saisontor hämmert dann einfach mal drauf und hat Glück, dass der Ball vom Innenpfosten ins Netz springt. Schlechter Start für die Elf von Markus Weinzierl, die aber nicht aufgab und dann auch wieder wach wurde. Bicakcic klärt den Ball erstmal ins Aus. Alexander Esswein bringt ihn dann wieder ins Spiel. Und dann kommen sie auch über die rechte Seite. Andreas Beck legt nochmal rüber. Castro und da ist Askasiba. Der Abschluss ist, gelinde gesagt, absolut harmlos. Da wäre deutlich mehr drin gewesen. Aber das Spiel nach vorne gegen Hoffenheim ist auch nicht so einfach. Zumal sie auch hinten dann aufpassen mussten, dass sie nicht den zweiten kassieren. 43. Minute, Doppelchance, Nico Schulz hämmert den Ball, der von Ron Rubazilas Händen zu ihm kommt, dann weit über den Kasten. 0:1 zur Pause, ging so in Ordnung, Hoffenheim war leicht besser, aber der VfB Stuttgart macht jetzt auch keine schlechte Partie, aber musste jetzt eben mehr riskieren. Weiter Ball in die Spitze, Joel Linton, Askasiba erstmal dazwischen, aber dann verliert er den Ball an Joel Linton wiederum. Schulz legt raus zu Belfodil und Joel Linton steigt am höchsten am ersten Pfosten. 2:0 für Hoffenheim. Der kalte, ganz, ganz kalte Wasserstrahl ins Gesicht der Schwaben. Da nickt der Brasilianer das Ding einfach ein. Und der VfB hatte jetzt Probleme, damit umzugehen. Wir sind schon in der 72. Spielminute. Nochmal eine Standardsituation. Gomez kann es erstmal klären. Aber die Stuttgarter kommen da nicht so richtig rausgerückt. Florian Grillitsch dann mit dem Abschluss und fast das 0:3. Das wäre jetzt auch deutlich zu viel des Guten gewesen. Aber der VfB konnte gegen die qualitativ einfach besseren Sinsheimer nicht mehr wirklich nach vorne agieren. Und so war es eine Frage der Zeit, bis das 0:3
auf der Anzeigentafel stand. Belfodil legt nochmal zurück. Kramaric hämmert drauf. Aber Marc-Oliver Kempf ist dazwischen, der das zwischenzeitliche 1:1 gegen Dortmund ja erzielen konnte. Dann aber statt des 0:3 nochmal die Stuttgarter. Immerhin das nochmal in der Nachspielzeit. Super testet Oliver Baumann. Aber auch selbst das sollte es am Ende nicht mehr werden. Sie verlieren mit 0:2 zu Hause in der Mercedes-Benz Arena. Jetzt kommt erstmal die Länderspielpause und danach kann man sich dann wieder neu fokussieren, um die 3 Punkte am 27. Spieltag einzufahren. Hier verlieren sie gegen Hoffenheimer, die einfach besser waren. Der FC Augsburg konnte sich gegen RB Leipzig ein 0:0 erkämpfen, erschleichen, einfach klasse verteidigt, kann man auch einfach so sagen. Gegen Hannover 96, die sich nach dem 2:3 gegen Leverkusen hier dazu verpflichtet sahen, 3 Punkte mitzunehmen, ging es aber für die Fuggerstädter erstmal besser los. Und dann auch Jensen in der 15. Minute mit der ersten Möglichkeit nach einer Standardsituation, kommt er am zweiten Pfosten zum Kopfstoß, der aber rübergeht. Und Hannover macht ja wirklich über weite Strecken der Partie gegen Leverkusen guten Eindruck, aber davon war hier heute erstmal wieder nichts zu sehen. Augsburg da mit der Möglichkeit und auch mit dem Tor. Jaschiolku in der 19. Minute. 1:0 für den FC Augsburg, absolut verdient. Hannover bislang an diesem Nachmittag noch überhaupt nicht gut drauf und dementsprechend folgerichtig auch in Rückstand. Schon über eine halbe Stunde gespielt, nun meldeten sie sich auch endlich mal zu Wort. Weidand auf Haraguchi, legt rüber zu Marvin Bakkerlords, aber das ist dann auch nicht wirklich gefährlich, was dabei zustande kommt. Kein Problem für Kobel. Das waren dann die ersten 45 Minuten. Wirklich unspektakulär bei wirklich miserablem Wetter. War es dann aber die verdiente Führung für die Augsburger. Kurz nach der Pause wachten die Niedersachsen dann aber etwas besser auf. Jonatas mit dem Abschluss aus der Distanz. Aber dazwischen war dann noch der Innenverteidiger Danso, der genau richtig stand, den Ball ans Knie bekommt. Und dann klärt er ihn eben zum Eckball. Aber die Standardsituation von Hannover waren auch im Endeffekt zu schwach gespielt, sodass Augsburg dann hier nach einer Stunde schon wieder die nächste Möglichkeit hatte und da fehlte gar nicht mal so wenig. Sergio Córdova in der 64. Spielminute, wenn wir uns das nochmal genauer anschauen, dann sehen wir auch, dass der am Ende doch noch recht gefährlich wird. Michael Esser guckt den dann ganz sicher ins Aus. Keine 20 Minuten mehr zu spielen. Der FC Augsburg wieder. Philipp Max mit der Flanke. Michael Gregoritsch nickt das Ding ein. 74. Minute. Was für ein klasse Flankenball. Der wird länger und länger, geht über alle Verteidiger hinweg. Anton kommt dann nicht mehr in den Zweikampf rein. Und der Österreicher macht dann alles klar. Und es hätte jetzt noch deutlicher werden können. Schlussminute schon fast angebrochen. Nochmal der FCA. Max mit der Flanke. Wieder der zweite Pfosten. Viel zu frei besetzt. Georg Teigl scheitert aber an Michael Esser, der mal wieder eine richtig gute Partie machte. Es langte aber nicht mehr zu einem Punkt. Das war nach vorne einfach zu schwach. Der FC Augsburg gewinnt dieses Abstiegsduell gegen Hannover 96 und die müssen dann wirklich schauen, langsam ihre Punkte einzuholen. Ansonsten wird es noch düsterer, aber das wissen sie ja schon seit Monaten. Da hat sich der VfL Wolfsburg ordentlich ablaschen lassen. Gegen die Bayern kassierten sie gleich mal ein halbes Dutzend. Gegen Düsseldorf zu Hause wurde es nicht unbedingt einfacher. Die Fortuna verlor zwar mit 0:3 gegen Frankfurt, spielte aber durchaus einen guten Stiefel runter. Hier gab es dann mal eine Kontermöglichkeit über Memedi, Düsseldorf eben mutig nach vorne und das wurde jetzt auch mal zum Boomerang. Da kommt Weghorst zum Ball auf Yannick Gerhardt an die Latte und Josip Brekalo hämmert ihn rein. 20. Minute, 1:0 für Wolfsburg. Sehr schöner Konter der Elf von Bruno Labbadia. Das Spiel gegen die Bayern nehmen wir einfach mal als Ausnahme, wird sich Bruno Labbadia gedacht haben. Da ist er ja schon häufiger, auch mal mit dem HSV unter die Räder gekommen. Keine halbe Stunde gespielt. Düsseldorf jetzt das erste wirkliche Offensivzeichen durch Dodi Luke Bacchio in der 25. Minute. Naja, war jetzt nicht optimal gemacht.
Düsseldorf spielte ihre guten Möglichkeiten zu selten aus gegen Frankfurt. Giavogi verlängert diesen Eckball und 2-0. Jetzt wurde es echt ärgerlich für Düsseldorf. So richtig viel machte Wolfsburg gar nicht nach vorne, dann dieser Eckstoß, den Giavogi gut verlängert und Memedi nur noch über die Linie drückt. Keine 10 Minuten vor der Pause, Memedi von hinten gefoult. Nico Gieselmann geht da viel zu ungestüm hin, grätscht von hinten rein und dann gibt's auch den Strafstoß. Wout Weghorst gegen Michael Rensing und Wout Weghorst behält die Nerven. Der 40. Elfmeter, der bei Michael Rensing einschlägt, der hat erst 5 gehalten. 5 von 45, das ist wirklich keine sonderlich gute Statistik. Aber Düsseldorf gab sich natürlich nicht auf. Die Elf von Friedhelm Funkel über jeden Zweifel, er haben was Moral angeht. 3:1, Ruven Hennings, erste Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Wunderbar gemacht, schöne Flanke von Gieselmann und Hennings netzt das Ding ein. 3:1 zur Pause und Ruven Hennings musste David Kownacki vertreten, der musste ja auch gegen Frankfurt raus in der ersten Halbzeit. Schmerzlich wurde er vermisst. Im zweiten Durchgang wurde es jetzt etwas ruhiger. Der VfL Wolfsburg schraubte die Offensivbemühungen auf das Minimum runter. Trotzdem gab es noch die ein oder andere Möglichkeit. Hier Weghorst mal mit dem Fallrückzieher. Nun ja, das sah zwar vielleicht ganz gut aus, aber Erfolg sieht dann wiederum anders aus. Düsseldorf nochmal vielleicht der Anschluss. Luke Bakio. Rübergelegt von Hennings zum mitgelaufenen Morales, aber in die Arme von Castells. Das Spiel trudelte jetzt so dahin, das Ende nahte. Oliver Fink nochmal zu Hennings, der Schuss abgeblockt von Knoche. Es war auch kein Handspiel und dementsprechend blieb es dann beim 3:1. Das über die 90 Minuten auch in Ordnung geht. Wolfsburg regeneriert sich nach der Packung gegen Bayern. Ein niederschmetterndes 2:1 gegen den Sportclub aus Freiburg musste Hertha BSC hinnehmen. Und jetzt kam am Samstagabend der BVB ins Olympiastadion. Genialer Ball von Paco Alcácer auf Jadon Sancho. Und 4. Minute das 1:0 für die Schwarz-Gelben. Da waren die Herthaner noch gar nicht richtig auf dem Platz. Und so kann man dann mal starten. Der BVB, der zwar die Tabellenführung am letzten Spieltag verlor, aber trotzdem mit 3:1 gegen den VfB aus Stuttgart in keiner einfachen Situation gewann und die 3 Punkte mit zu Hause ließ. Die Hertha aber auch nicht unbedingt ganz harmlos hier in der Anfangsphase. 8. Minute, Salomon Kalou. Zumindest mal ein Abschluss, der nicht wirklich brenzlig wurde. Da fehlt doch der ein oder andere Meter. Trotzdem, der Ivora zeigte mal, wohin es gehen könnte. Viertelstunde knapp gespielt. Die Hertha fand immer besser rein. Flanke auf den zweiten Pfosten. Hakimi kann es erstmal klären. Aber Arne Meyer nimmt sich dann mal ein Herz. Und Roman Bürki kann den Ball gerade noch zu fassen bekommen. Super Abnahme. Der hatte ordentlich Wucht und ordentlich Geschwindigkeit. Und der hätte vor allem auch ordentlich in den Maschen gezappelt. Vor der Pause dann nochmal eine Möglichkeit für die Gäste. Jadon Sancho nochmal mit dem schönen Fußroller. Paco Alcácer legt zurück. Axel Witzel. Paco Alcácer legt nochmal raus. Grujic schmeißt sich hier aber rein gegen den Schuss von Rafael Guerreiro, sodass es nicht mehr wirklich brenzlig wurde. Und so ging es dann nach 45 Minuten durch das frühe Tor von Sancho mit 1:0 für die Gäste. Leistungsgerecht auch in die Pause. Hertha hatte zwischendurch mal eine richtig gute Phase. Aber kurz vorm Pausenpfiff war dann die Elf von Lucien Favre wieder voll und ganz auf dem Platz. Zweiter Durchgang, dann ein ähnliches Bild wie zu Beginn der ersten Halbzeit. Und zwar durch Marco Reus hier. Eine richtig gute Möglichkeit, aber Jahrstein passt auf und hält den Ball mit etwas Dusel. 20 Minuten auch nur noch auf der Uhr. Von Hertha nach vorne gar nichts mehr zu sehen. Und dafür wurden sie eiskalt bestraft. Axel Witzel, der Belgier, haut das Ding oben rechts rein, ansatzlos für Jahrstein, nicht zu parieren. Der ist klasse getroffen und schlägt sensationell oben rechts rein. Keine Viertelstunde mehr auf der Uhr, das 2:0 war der Knockout für die Hertha. Sie kam kaum noch mal nach vorne, stattdessen die Möglichkeit hier für Paco Alcácer alles zu entscheiden.
Aber ja, Stein hat Glück, dass er sich da irgendwie auf den Ball raufsetzen konnte. Und die Hertha, zweiter Durchgang, nach vorne nahezu nichts zu sehen. Das ist jetzt mal von Mittelstädt gut gemacht. Die Flanke aber von Akanji abgewehrt in die Arme von Roman Bürki. Und der Schweizer hält damit dann auch endlich mal wieder die Null fest. Wird er sich auch persönlich drüber freuen können. Aber besonders freuen sich die Dortmunder über diesen wichtigen Dreier im Olympiastadion, der nicht unbedingt ganz einfach war. Bayer 04 Leverkusen gegen den SV Werder Bremen, ein Spiel, das man durchaus als Topspiel bezeichnen kann. An diesem Sonntagmittag war es dann Leverkusen, die Mannschaft, die das erste Mal nach vorne spielte, über Leon Bailey. Bargfrede kommt nicht richtig dazwischen, trotzdem bleiben die Leverkusener vernünftig am Ball und bekommen nach 14 Minuten auch den ersten Abschluss zustande. Der war da aber noch zu schlecht, um Pavlenka wirklich in Bedrängnis zu bringen. Über 20 Minuten schon gespielt. Werder Bremen tat sich schwer. Jetzt aber mal Klaas mit dem Ball in Richtung Max Kruse. Aber der ist etwas zu lang gespielt. Lukas Radetzky ist handlungsschnell, schnell genug da und hält den Ball auch fest. Kontersituation, ein probates Mittel. Wir erinnern uns an das Hinspiel. 2:6 verloren da die Bremer im eigenen Weserstadion. Hier hatten sie dann die Möglichkeit, in der 38. in Führung zu gehen. Für Martin Hanik mal wieder ein Startelf-Einsatz, macht er da gut aus Spitzenwinkel gegen Tin Jedwai. Und dann Eckstoß und jetzt auch der Erfolg. 39. Minute, viertes Saisontor für Davy Klaassen. Kann man auch irgendwie als Volley verbuchen, auch wenn er ihn nicht wirklich reinhämmert. Hält die rechte Innenseite hin. Und so stand es dann kurz vor dem Pausenpfiff 0:1. Leverkusen wollte aber noch schnell antworten, bevor es in die Kabinen ging. Bailey über die linke Seite, Jedwai zurück zu Baumgartlinger und der zu Volland. Und der vollstreckt natürlich. Zwei Tore gegen Hannover gemacht, jetzt macht er schon wieder eins. Und damit der Ausgleichstreffer eben just in der 45. Spielminute. Nach 45 Minuten dann dementsprechend auch das 1:1. Zum Pausenpfiff ging auch so in Ordnung. Bremen war doch aber etwas besser tendenziell. Zweiter Durchgang, Mitchell Weiser über die rechte Seite. Legt zu Baumgartlinger, der gleich nochmal raus. Versucht er zumindest, trotzdem ein guter Abschluss, der da über Umwege zustande kommt. Etwas mit Glück dabei, aber auch eine klasse Tat von Pavlenka. Einer der Besten, wenn nicht der Beste aktuell in der Bundesliga. Über eine Stunde gespielt, jetzt wieder der SV Werder Bremen. Rashica nimmt über die linke Seite Augustinsson mit, der mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Egelstein wäre auch da gewesen, bereit auch den einzunicken, aber Dragovic ist im letzten Moment dazwischen und verhindert das. Jetzt wieder Leverkusen, jetzt ging es zum Glück etwas mehr hin und her. Dieser Schuss von Julian Baumgartlinger, aber in den Oberrang. So richtig zufrieden konnten beide Teams nicht sein mit diesem Zwischenstand. Keine Viertelstunde mehr zu spielen. Jetzt der SVW nochmal mit dem Versuch nach vorne was zustande zu bringen. Klaassen wieder über die linke Seite. Wenn bei Bremen was ging, dann über links, über Rashica und Augustinsson. Aber auch die letzte Strafraumsituation wurde dann entschärft von Lukas Radetzky. Am Ende ist es ein Resultat, das beide nicht wirklich zufriedenstellen wird. Aber es ist absolut verdient, ein 1:1, das beide aber eben auf der Stelle treten lässt. Meistens spielt der erste FC Nürnberg gar nicht so verkehrt. Am Ende springen trotzdem fast nie Punkte raus. Gegen Frankfurt jetzt nicht unbedingt die einfachere Aufgabe, nachdem es letzte Woche noch in Sinsheim rangeht. Siebte Spielminute, der Ball erstmal zum Einwurf geklärt. Aber Sebastian Haller heute wieder in der Startelf für Pacienza, bringt dann diese wunderbare Flanke auf Luka Jovic und es stand 1:0. 16. Saisontor für Luka Jovic. Das ging jetzt doch ein bisschen zu einfach. Erster Torschuss, erste Tormöglichkeit und der erste Treffer. Aber Luka Jovic, wie kann man den so freilassen? Ärgerlich für die Kloberer, aber auch unnötig gleichermaßen. Es mussten einige Spieler verletzungsbedingt vertreten werden. So schlecht spielte Nürnberg dann nicht. Michael Ishak gewinnt gegen Hasebe den Ball und Hanno Behrens versucht sich dann mal. 20. Spielminute, zumindest mal ein Abschluss. Aber nun ja, der war
wie man sieht, nicht wirklich gefährlich. 10 Minuten vor der Pause, Nürnberg jetzt mal über einen Konter. Gefährlich, Ishak bringt den Ball gar nicht verkehrt, aber ein klasse Tackling von Martin Hinteregger. Sieht man in dieser Szene, spielt den Ball als allererstes. Richtig klasse gemacht. Das 1:0 zur Pause war durchaus etwas schmeichelhaft für Frankfurt, weil viel mehr brachten sie nicht nach vorne. Aber klar, sie mussten ja auch unter der Woche noch in Mailand ran. Zweiter Durchgang, Nürnberg weiterhin mutig. Palacios mit der Flanke, die Hinteregger erstmal rausköpfen kann. Aber die Gäste blieben dran. Löwen mit der Flanke und da ist Hanno Behrens. Aluminiumpech. Das kommt dazu, wenn man ganz weit unten steht. Und solche Dinger können dann über Sieg, Niederlage oder Remis entscheiden. Dann mal ein Konter. Kostic zu De Guzman. Was für ein genialer Ball auf Danny da Costa. Natürlich kein Abseits. Und das macht er. Das Ding haut er rein. Drittes Saisontor für den rechten Außenmann. Man weiß gar nicht, wie man ihn bezeichnen soll. Rechter Verteidiger, rechtes Mittelfeld, rechter Flügel. Er bedient ja irgendwie alle Positionen. Und jetzt sticht er auch zu. Die Nürnberger aber gaben sich nicht gebrochen und nicht geschlagen. Nochmal die Möglichkeit. Ishak hämmert da drauf. Tolle Parade von Trapp. Dann ist es geklärt. Es sollte für den ersten FC Nürnberg heute einfach nicht mehr sein. Dennoch zeigten sie Moral. Letzte Minute der Nachspielzeit. Nochmal die weißen Gäste über die Außen. Robert Bauer heute eben für Valentini dabei. Und legt auch noch einen auf. 2:1 in der 94. Minute. Michael Ishak nickt das Ding ein. Am Ende ist es nur Ergebniskosmetik, das dem ersten FC Nürnberg nicht viel bringen wird. Sie haben klasse gespielt und hätten vielleicht auch den Punkt verdient gehabt. Am Ende war aber Frankfurt mal wieder die clevere Mannschaft und verdient sich dann irgendwie auf irgendeine Art und Weise auch diese 3 Punkte. Das dritte Heimspiel für den FC Bayern München innerhalb der letzten 8 Tage. Und jetzt würde man in der Bundesliga gerne den nächsten Dreier einfahren. Gegen Wolfsburg hatte es ja am Ende ein 6:0 gehagelt. Das war fantastisch für die Fans der Münchner. Anfangsphase ganz klar in den Händen der Bayern. Und Florian Müller, der sich in der 8. Spielminute mal auszeichnen muss. Gute Möglichkeit hier aus knapp 16 Metern, die der Schlussmann der Mainzer aber verhindern kann. Doch weiterhin nur die Münchner aktiv. Müller, Goretzka, Aaron Martin kann nicht richtig dazwischen gehen. Thiago hat dann zu viel Platz und hämmert das Ding ein. 15. Minute, 1:0 für die Bayern, hochverdient. Das ist dann gut und schnell gespielt, trotzdem kommt der Abschluss viel zu einfach zustande und da lässt sich Thiago da nicht zweimal bitten. Halbe Stunde gespielt, jetzt auch plötzlich mal die Mainzer nach vorne. Robin Quaison legt zurück, Aaron Martin, Quaison mit der Flanke auf den zweiten Pfosten und es stand 1:1. Levin Öztunali, 31. Minute. Der Gästeblock nicht unbedingt voll besetzt, aber trotzdem in heller Freude. Neuer aus kurzer Distanz kann er nicht mehr schnell genug reagieren. Aber der FC Bayern München vor der Pause nochmal angefixt, nach vorne was zu tun. Lewandowski wird nicht angegriffen. Gnabry auf den zweiten Pfosten. Thomas Müller völlig frei. Und wieder die Führung für die Gastgeber. 7. Saisontor. Wenn es nach den Bayern ginge, würde er jede Woche die Nachricht bekommen, nie mehr für die Nationalelf spielen zu dürfen. Denn dann legt er überragend los, wie er auch schon gegen Wolfsburg eben gezeigt hätte. 2:1 also zur Pause, absolut verdient diese Führung. Doch Mainz gab sich tatsächlich nicht auf. Die Elf von Sandro Schwarz glaubte weiter dran, auch wenn das 2:1 vor der Pause ein ziemlicher Tiefschlag war. Und Boateng fast ins eigene Tor. Das wird richtig brandgefährlich. Mit der Brust setzt er ihn haarscharf am Pfosten vorbei. Neuer war schon aus dem Kasten geeilt, um den dann abzufangen. Und weiterhin die Mainzer. Die Bayern stellten jetzt ein bisschen hier auf Sparflamme. Boetius auf Levin Öztunali. Der Flankenball. Aber Danny Latzer kriegt den nicht mehr rumgerissen in der 72. Minute. Und so stand es bis tief in die Schlussphase. Weiterhin 2:1. Und nun wagten sich auch nochmal die Bayern nach vorne. Keine 10 Minuten mehr zu spielen. Thiago legt zu Goretzka, zu Thomas Müller. Und das muss es sein. Scheitert aber an der Fußspitze von Müller im Tor der Mainzer.
Letzte Minute, nochmal die Bayern. Mainz kam jetzt nach vorne nicht mehr zur Geltung. Und Thiago mit dem absoluten Traumtor. 91. Minute, viertes Saisontor. Doppelpack heute. Und wie er den reinschlänzt, das ist sagenhaft. Die Bayern gewinnen mit 3:1. Am Ende ist es ein verdienter Sieg, auch wenn sie im zweiten Durchgang das ein oder andere Problem in der Defensive hatten. Dieser Sieg geht absolut in Ordnung und festigen damit, wenn Dortmund nicht extrem hoch gewinnen sollte, weiter ihre neue Tabellenführung. Jo, das war's dann auch wieder mit dieser Prognose. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.